Hallo, ich bin Simon von ilovebodybuilding.de. In diesem Video zeige ich dir, wie du dir einen Weightgainer selbst machen kannst. Mit der Besonderheit, dass dieser Weightgainer, den wir jetzt herstellen, haltbar ist. Das heißt, den kannst du dir wunderbar in eine Plastikbox machen, mehrere Wochen oder Monate einlagern. Kannst dir immer einen Löffel rausnehmen, in deinen Shake reinmachen. Kannst es mit ins Studio nehmen, mit in die Uni nehmen, mit in die Arbeit nehmen, mit in die Schule nehmen. Das heißt, dieser Weightgainer ist extrem praktisch, weil wir den jederzeit in Form von Pulver zur Verfügung haben. Dieser Weightgainer ist natürlich optimal für alle Leute, die ein sogenannter Hardgainer sind, ein sehr ektomorpher Körpertyp. Alle, die ein Problem haben, Muskelmasse aufzubauen. Für diese Menschen ist so ein Weightgainer optimal. Der besteht überwiegend aus langkettigen, wertvollen Kohlenhydraten, aus hochwertigen Eiweißen und zum etwas kleineren Teil auch aus wichtigen Fetten, also auch aus Fetten, die für unsere Körperfunktion, für unsere Eigenhormonproduktion sehr wichtig sind. Alles, was du für den Weightgainer brauchst, habe ich bereits hinter mir. Ganz wichtig ist natürlich eine hochwertige Kohlenhydratquelle. Als Kohlenhydratquelle empfehle ich hier Haferflocken, kernige Haferflocken. Hier haben wir ungefähr 60% Kohlenhydrate drin, 12-13% Eiweiß und ungefähr 7% Fett. Das heißt, wir haben hier schon all das drin von der Nährstoffkombination, was schon mal für einen Sportler sehr gesund ist. Wir ergänzen das Ganze noch durch Leinsamen. Leinsamen enthalten hochwertige Eiweiße, hochwertige pflanzliche Eiweiße und noch viel hochwertigere Fette. Das heißt, das wirklich Besondere an diesen Leinsamen sind eigentlich die Fette. Fette spielen auch eben im Aufbau von Muskelmasse eine bedeutende Funktion und gerade diese hochwertigen Fette sind enorm wichtig, damit man eben einen wirklich guten Muskelmasseaufbau hat. Damit in die Sache noch ein bisschen Geschmack reinkommt, empfehle ich Kakaopulver. Entweder ihr nehmt ein ganz normales Kakaopulver aus dem Supermarkt, da könnt ihr ruhig das billigste nehmen. Oder, das ist eigentlich mein Tipp, ihr kauft euch ein bisschen teureren Kakao. Hier ist mein Lieblingsprodukt, ist ein Schweizer Kakaopulver. Das heißt, hier haben wir ein bisschen weniger weißen Zucker drin, ein bisschen weniger Haushaltszucker, Traubenzucker, Gerstenmalz und so weiter. Was ihr eigentlich nehmt, ist egal. Hauptsache, da kommt noch ein bisschen Geschmack rein und ich denke, da ist Kakao eine ganz tolle Sache. Für all diejenigen, die sagen, der Weightgainer, der soll auch einen gehörigen Anteil an Eiweiß bekommen, ist natürlich nicht vermeidbar, den irgendwie durch ein Eiweißpulver zu produzieren. Das heißt, jeder, der wirklich sagt, sein Weightgainer soll auch eine Eiweißbombe darstellen, der muss die ganze Sache mit einem Eiweißpulver anreichern. Dadurch kriegen wir noch tierische Eiweiße, also in diesem Fall ein Whey-Protein, in den Shake rein. Eine andere Möglichkeit hätten wir da nicht, als dass wir das wirklich über ein Eiweißpulver machen. Wer jetzt sagt, er hat kein Eiweißpulver da oder möchte das Ganze weglassen, der lässt dann eben auch das Eiweißpulver weg und gibt als Geschmack dann einfach nur den Kakao dazu. Dann legen wir auch schon los, geben die Haferflocken als erstes in den Mixer rein. Als nächstes ein paar Leinsamen dazugeben. Einfach nach Augenmaß, je nachdem, wie viel ihr davon reinhaben möchtet. Gibt Menschen, die sagen, Leinsamen finden sie ja voll eklig. Es gibt auch Menschen, die sagen, die schmecken das so gut wie gar nicht raus. Ich bin einer von denjenigen, die sagen, die Leinsamen haben so gut wie keinen Geschmack. Ich schmecke da nichts. Von daher kann ich ruhig ordentlich davon dazugeben. Ich merke es einfach nicht. Und dann zu guter Letzt entweder ein bisschen Eiweißpulver für den Geschmack und für den höheren Eiweißanteil, wie ich das schon erklärt habe. Oder ihr nehmt eben einen Kakaopulver. Für mich ist es in der Massephase überhaupt kein Problem, ein bisschen Kakao zu mir zu nehmen. So, ganz wichtig ist, wir wollen die Sache natürlich möglichst klein bekommen, damit es auch ein schönes Pulver wird. Der Kakao ist schon relativ klein, die Haferflocken sind noch sehr grob, auch die Leinsamen sind noch richtige Kerne. Das heißt, wir müssen das Ganze ungefähr für 20 Sekunden in dem Mixer klein schreddern, den Deckel gut zumachen, sonst staubt, sonst gibt es eine Riesensauerei und dann geht die Sache auch schon los. Da das natürlich immer so ist, dass unten das schon relativ pulverartig ist und oben immer noch grobe Bestandteile drin sind, kannst du auch während des Mixens die ganze Sachen schütteln. Natürlich nur, wenn der Deckel ordentlich drauf ist. So. Das wär's dann auch schon. Schaut euch mal das Eiweißpulver an. Also es riecht schon relativ gut. Riecht schön nach Kakao. Man sieht ganz gut, dass es richtiges Pulver geworden ist. Sehr gut lagerbar. Das kannst du mehrere Tage, mehrere Wochen, vielleicht sogar mehrere Monate aufbewahren. Am besten in eine Tupperbox rein oder irgendwo luftdicht verschließen, damit da auch keine Motten oder irgendwas reinkommen. Ist natürlich immer mal möglich, dass sich da irgendwas einnistet. In so einer nährstoffreichen Substanz quasi. Ansonsten schaust du dir einfach mal an. Es ist ein richtiges Pulver geworden. Sind für mich jetzt sicherlich 2-3 Portionen. Wer sich davon ein bisschen mehr herstellen möchte, der macht einfach mehr rein. Das ist überhaupt gar kein Problem. Die Nährwerte von diesem Weightgainer seht ihr hier.
Ist also eine sehr gesunde Sache, enthält all das, was ein guter Weight Gainer enthält. Zahlreiche hochwertige Kohlenhydrate, gute Eiweiße und gute Fette. Wer sich die ganze Sache noch mit einem Proteinpulver zubereitet, also mit einem Eiweißpulver, der hat natürlich noch einen weitaus höheren Eiweißanteil drin, der hat auch noch tierische Eiweiße drin. Da ist natürlich die Wertigkeit um einiges dann noch höher, der Eiweißanteil ist um einiges höher und letztendlich sind auch die Eiweiße, die im Weight Gainer enthalten sind, dann natürlich ein bisschen besser, wenn eben noch tierische Eiweiße hinzukommen. Ansonsten, das sind jetzt die Werte, die sich auf den Weight Gainer ohne Eiweißpulver beziehen. Ich denke, das ist eine ganz passable Sache. Dieser Weight Gainer kann also mit einigen Weight Gainern, die es zu kaufen gibt, wunderbar mithalten. Zum Schluss noch mal was zu den Kosten gesagt. Für die Herstellung von 1 Kilo Weight Gainer würde ich 2 Packungen Haferflocken nehmen. Eine Packung Haferflocken kostet 35 Cent. Das heißt, wir sind dabei 70 Cent von den Haferflocken. Nehmen 3-4 Esslöffel von den Leinsamen. Das sind auch nochmal so 20-30 Cent. Und ein paar Löffel Kakaopulver auf die Herstellung von 1 Kilo Weight Gainer. Da habe ich auch nochmal runtergerechnet. Wären wir bei ungefähr so 10 oder 20 Cent. Unterm Strich kostet 1 Kilo von diesem Weight Gainer 1,20 Euro. Wo bekommt man ein Weight Gainer für Kilopreis von 1,20 Euro? Da lege ich mich fest, das werdet ihr nirgends bekommen. Günstiger ist ein Weight Gainer überhaupt gar nicht herzustellen. Wie nimmst du das Ganze zu dir? Du nimmst dir einen Eiweißshaker, einen ganz normalen Eiweißshaker, füllst dir hier unten dein Weight Gainer Pulver rein, nimmst separat eine Flasche Wasser oder eine Flasche Milch oder ein bisschen Saft mit in die Schule, in die Arbeit oder in die Uni, hast dann die Möglichkeit, diesen Weight Gainer ganz frisch anzumischen, kurz aufzuschütteln und zu trinken. Das dauert ungefähr 3 oder 4 Minuten, das heißt, wenn du auch gar keine Pause hast, dann gehst du einfach mal kurz auf die Toilette und nimmst einen Weight Gainer zu dir. Du hast wirklich jederzeit die Möglichkeit, egal wo du bist, diesen Weight Gainer zu dir zu nehmen. Dauert einfach nur wenige Minuten, wenn nicht sogar wenige Sekunden. Dann hast du den dir aufgemischt, hast den getrunken. Der Weight Gainer ist also klasse als Zwischenmahlzeit geeignet. Du kannst ihn auch eine Stunde vorm Training zu dir nehmen. Die Kohlenhydrate, die sind ein bisschen langkettiger. Das heißt, da hast du auch für ein Training, für ein hartes Workout die Power, um ordentlich durchzuhalten. Kann ich dir auch nur empfehlen. Du kannst auch ein bisschen von diesem Weight Gainer in den Shaker hier reinmachen, nimmst dir das mit und trinkst es dann als Post-Workout-Shake direkt nach dem Training. Steht jedem frei, kommt natürlich auch immer darauf an, in welcher Phase du dich so ein bisschen befindest. Wenn du gerade in der Aufbauphase bist, dann kannst du ruhig 2, 3 von diesen Shakes am Tag zu dir nehmen. Wenn du in der Definition oder in der Diätphase bist, dann musst du natürlich mit den Kohlenhydraten so ein bisschen aufpassen, dass der Weight Gainer also nicht ganz so optimal für den Muskelmasseaufbau, also jemand, der wirklich Masse aufbauen möchte, ist es eine klasse Sache. Du kannst ihn, wie gesagt, überall hinnehmen und bist in der Lage, dir ihn sehr frisch anzumischen und hast eben die Möglichkeit, das Ganze super zu lagern, super zu transportieren. Das war es dann soweit von mir. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn du mich abonnierst, wenn du es noch nicht getan hast und wenn du mir hier unten eine positive Bewertung auf mein Video gibst. Das war's dann. Viele Grüße, Simon.